Hollywood-Star Will Smith hat sich bei dem Komiker Chris Rock für die Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung entschuldigt. Sein Verhalten sei daneben inakzeptabel und unverzeihlich gewesen. Es passe nicht zu dem Mann, der er sein wolle, so Smith. Er hatte dem Moderator und Komiker auf der Bühne ins Gesicht geschlagen, nachdem Rock einen Witz über den kahlrasierten Kopf von Smiths Frau gemacht hatte. Kurz darauf wurde der 53-Jährige als bester Hauptdarsteller geehrt. Die Oscar-Akademie hat nun aber Ermittlungen eingeleitet. Will Smith.